Oh, ich werde ein bisschen aufgeregt, ich sag's euch ganz ehrlich. Visier zu und ab auf der Autobahn. Let's go! Oh nein, ey. Oh nein. Hey, yo, was geht ihr Coolen? Ich hoffe, bei euch ist alles klar. Bei mir auf jeden Fall. Ihr könnt sehen, wir sind mit dem Go-Kart wieder unterwegs. Bei 0 Grad. Ich friere mir so schon mein Gesicht ab, weil ich keinen Pinlock drin habe. Deshalb beschlägt mein Visier immer. Deshalb muss ich mit offenem Visier fahren. Das Teil stand jetzt fast, ich würde sagen, fast einen Monat. Da war es auch noch deutlich wärmer. Ich habe eine neue Batterie eingebaut. Die neue Batterie ist allerdings jetzt nicht angesprungen. Mussten trotzdem jetzt nochmal Starthilfe geben. Dann bin ich losgefahren und beim Losfahren ist dann nochmal ausgegangen. Egal. Ich würde sagen, wir versuchen trotzdem jetzt auf die Autobahn zu fahren, denn ich habe noch nie einen Go-Kart auf der Autobahn gesehen und wir sind jetzt die Ersten, die das machen werden. Und ich hoffe, wir werden nicht übersehen. Davor habe ich wirklich am meisten Schiss, irgendwie übersehen zu werden. Immer schön nach hinten umdrehen. Ich glaube, ich bleibe lieber liegen, als übersehen zu werden. Kein Bock, von so einem 40-Tonner von hinten erwischt zu werden. Aber ansonsten, Digga, na toll, du hast dich ja jetzt hier super hingestellt. Jetzt kann ich gar nichts mehr sehen, ey. Man ist einfach so klein. Ich kann jetzt nicht mehr über diese A-Klasse wirklich richtig rüber gucken. Düt, düt. Dieses Blinken, ey. Der Tank müsste voll sein. Ich hoffe, wir verbrauchen nicht so viel, dass nicht wieder genau dasselbe passiert wie beim letzten Mal, wo wir liegen geblieben sind. Wir müssen jetzt schon rüber wieder, denn wir müssen ja hier jetzt gleich auf der Autobahn rauffahren. Ist die Autobahn hier so voll oder warten die einfach alle nur, damit sie auf der Autobahn rauf können? Auf den Baustellenschildern sind ja immer so gelbe Leuchtdinger drauf, wie die Polizei auch hat. Ob ich mir das einfach auf den Helm raufklebe und dazu noch meine Airbag-Weste anziehe, dann wäre ich auf jeden Fall sicher unterwegs gewesen. Aber ich wusste erst nicht heute, ob ich wirklich das Video machen will oder nicht. Und dann waren es irgendwie nur noch anderthalb Stunden, bis es dunkel wird. Und dann dachte ich, ach komm, scheiß drauf, du machst es jetzt einfach. Jetzt denke ich mir, hätte ich es mal nicht gemacht. Ich bin natürlich auch angeschnallt. Safety first, angeschnallt und Helm auf. Ich glaube, man muss nur eine Sache haben eigentlich. Und da ist die Autobahn. Ab jetzt, ab nach Hamburg, Diggi. Piep, piep. Das Blinken klingt nicht mehr gut. Oh, oh. Ich werde ein bisschen aufgeregt, ich sag's euch ganz ehrlich. Was ist das hier? Ist das Eis? Let's go! Visier zu und ab auf der Autobahn. Hier ist noch 50. Bloß kein Dreher hinlegen hier bei der scharfen Kurve. Oh, das ist richtiger Stop and Go hier. Oh, danke. Nochmal bedanken hier. Komm, wir gehen auch in die mittlere Spur. Natürlich erwischen wir gerade den übelsten Stau. Ich würde ja schon ganz gerne filtern. Fühlt sich sehr komisch an mit dem Go-Kart hier auf der Autobahn. Digga, wenn ich hier liegen bleibe, bin ich sowas von am Arsch. Yippie, Brudi, habt euch einen Tunnel. Let's go. Ich mach mein Visier mal lieber zu. Oh nein, ey. Oh nein. Ach du Scheiße, ey. Ich hätte fast mein Handy gerade verloren. Boah, ich muss mein Handy festhalten. Ich bin aber übelst langsam. Was fahren wir denn gerade? Ja, eigentlich halten wir ja ganz gut mit im Rush-Hour-Verkehr. Normalerweise ist hier 80. Ah ne, jetzt ist 60. Was fahren wir denn? Jetzt fahren wir 60. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir sind kurz Autobahn gefahren. Ich würde sagen, das war so geil. Lass uns doch gleich nochmal zurückfahren damit. Einfach Gesicht und Hände eingefroren. Ich muss mal kurz mein Handy sicher verstauen, weil mir ist schon mal beim Go-Kart meine Vape rausgeflogen und dann bin ich rübergefahren. Oh, hier ist mein Handy noch. Schwein gehabt. Und ich hatte gerade nämlich schon richtig Schiss, dass mir das bei der Autobahn rausfliegt und ich rüberfahre. Dieses Teil ist einfach nur Liebe. Also es gibt doch nichts Lustigeres, als mit diesem Teil zu fahren. Jetzt sollte der Motor auch einigermaßen warm sein. Oh ja, schön die Hände wärmen, ey. Bald brauchen wir Spikes, wenn es so weitergeht. So, dann können wir jetzt auch wieder losfahren. Ich habe mein Handy sicher verstaut, alles andere auch sicher verstaut. Immer schön hier auf Sicherheitsmetall treten. Zack, zack und ich runterlassen. Komm mit, Papi! Schaffen wir 80? Oh, wir müssten sogar schon 80 fahren jetzt. Ich glaube, ich sollte mal rechts rüber fahren. Wir fahren mal rechts rüber. Der fährt mir ein bisschen dicht auf hier hinter mir. Kein Grund, so dicht aufzufahren, Freundchen! Oh, ist das windig und kalt! Das ist so kalt! Aua! Oh, habt ihr das gesehen, das Schlagloch?
Du musst auf jeden Fall das Lenkrad ruhig halten. Ist schon lustig, auf der Autobahn zu fahren. Falls ihr Bock habt, dass wir nächste Mal auf eine komplett offene Autobahn fahren, also wo praktisch unbegrenzt ist, dann sagt gerne Bescheid. Ey, ich muss hier rechts rüber. Schreibt das in die Kommentare, dann können wir auch das machen. Wenn einfach mal so ein Porsche mit 300 an mir vorbeiheizen soll. Weil das war jetzt die Stadtautobahn. War schon mal ein kleiner Vorgeschmack. Ist halt auch 0 Grad. Ich weiß nicht, wie die Straßenverhältnisse sind, aber ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Die Reifen haben besser mitgemacht, als ich gedacht hätte. Ich hatte erst einen kleinen Knödel in der Hose, aber es war doch gar nicht so schlimm, weil nicht so viel Verkehr war und weil nur 80 war und ich mit 80 relativ gut mitfließen konnte im Verkehr. Aber man kann ja mit dem Teil halt auch auf eine unbegrenzte Autobahn rauf. Da würde das schon wieder anders aussehen. Also mit 80 bist du ja, da überholen dich ja die LKWs. Und da sind wir wieder, wo wir angefangen haben. Komm, jetzt drehen wir hier nochmal kurz ein paar Ehrenrunden. Digga, es macht einen Spaß. Digga, das ist so geil. Ey, ohne Spaß, beste Investment in 2020. Ah ne, wir haben ja 2021. Lol. Dachte schon, wir haben das neue Jahr. Egal. Beste Investment in 2021. Ich freue mich schon so auf den Sommer, wenn wir damit einfach Ausfahrten machen können. Und vielleicht auch gibt es andere von euch aus der Community, die auch so einen Teil haben, dass wir mal so ein kleines Go-Kart-Rideout machen können. Das wäre auch absolut sick. Und ich denke mir auch, weil der Fuhrpark immer weiter am Wachsen ist, ich hätte total gern irgendwie ein Gelände, wo ich Leute von euch fahren lassen würde. Also sowas praktisch wie eine Go-Kart-Halle, aber dass man nicht nur Go-Kart fahren kann, sondern dass man halt auch Pitbike fahren kann und mit der Mini-Chopper fahren kann und mit dem Quad. Ein bisschen sowas wie eine Go-Kart-Strecke und eine Cross-Strecke. Versteht ihr? Oh, das wäre ein echter Traum in mir. Ich glaube, ich kriege hier die Kurve. Oh nee, ich glaube, ich krieg sie nicht. Nee, ich krieg sie nicht. Scheiße. Ich glaube, ich gehe hier schon allen ziemlich auf den Sack, weil ich hier die ganze Zeit im Kreis fahre. Stellen wir uns einfach hier sneaky hinten rein. Genau über die Grube. Abschneiden. Wir haben sie überlebt. Wir haben sie überlebt auf der Autobahn. War vielleicht gar nicht so eine smarte Idee. Aber ich dachte mir, solange wie es noch Stadtautobahn ist, geht es ja noch klar. Falls ihr Bock habt, dass wir auf die normale Autobahn fahren, schreibt es in die Kommentare. Oh! Was ist denn das? Ich habe die Fahne verloren. Oh no! Ist das auf der 360 drauf? Wäre bestimmt auf der 360 drauf, aber ich habe sie verbummelt. Muss ja. Ich habe meine Fahne verloren. Nee. So eine Scheiße. Jetzt muss ich mir so eine neue Fahne kaufen. Tja, wo kriegt man sowas denn her? Ich hätte die festkleben sollen, ey. Ich wusste es. Ich hätte die festkleben sollen. 80 km/h war gerade einfach viel zu schnell gewesen. Trotzdem hätte ich nicht gedacht, dass die Karre 80 läuft. Letztes Mal ist sie ja nur 70 gelaufen. Not bad. Not bad. Hast du fein gemacht. Hast zwar ein bisschen was verloren, aber ansonsten hast du es fein gemacht. In dem Sinne, haut da rein, ihr Coolen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so war, dann lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Und falls ihr weitere Videoideen habt, wie irgendein neues Kfz oder eine ganz andere Videoidee, eine Challenge oder was auch immer wir mit dem Go-Kart machen sollen oder mit dem Motorrad, dann schreibt es gerne in die Kommentare, weil zusammen haben wir mehr Ideen als nur ich alleine und ich setze immer gerne eure Ideen um. Also tut euch keinen Zwang an, einfach Tasten in die Hand nehmen und hinschreiben. Vergesst nicht, der Merch ist noch bis zum 31.12. erhältlich, also lasst euch die goldene Gixxer nicht durch die Finger gleiten und nimmt dran teil, würde mich freuen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut da rein, ihr Coolen. Bis dann. Ciao.